So, dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 86. Aktuelle Stunde, Fraktion der SPD. Rechtsextremismus in Hessen darf nicht verharmlost, sondern muss konsequent bekämpft werden. 20:40-46 beginnt der Kollege Günter Rudolph, SPD-Fraktion. Bitte sehr, Günter. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Was ist los in Hessen, wenn es um das Thema Rechtsextremismus geht? Problemland Hessen, so titelten die Zeitungen. Und ich will in Erinnerung rufen, da ist ja auch was dran, wenn ich an die Ereignisse der letzten zwei Jahre denke. Mord an Dr. Walter Lübcke, Mordanschlag auf einen Eritreer in Wächtersbach, die schrecklichen Morde in Hanau, die Drohmails seit über zwei Jahren gegen Personen des öffentlichen Lebens oder auch Journalisten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wer dann nicht merkt, dass wir ein Problem mit Rechtsextremismus auch und gerade in Hessen haben, der ist auf dem rechten Auge blind, um das mal sehr deutlich zu sagen. Und was haben wir in den letzten Wochen und Monaten immer vom Innenminister dazu gehört? Alles Einzelfälle, alles kein Problem. Wir haben auch alles im Griff. Dann erinnern wir uns an die Chaos-Sommertage von Herrn Beuth im Juli. Da wurde mal schnell die Präsidentin des Landeskriminalamtes in den Senkel gestellt. Gehen musste dann der engste Vertraute von Herrn Beuth, der Landespolizeipräsident. So kann man auch die Arbeit einer Behörde, nämlich der Polizei, lahmlegen, wenn man die Behörden gegeneinander in Stellung bringt, wie es passiert ist. Das war ein desaströses Verhalten des Innenministers. So etwas stärkt nicht die innere Sicherheit, meine Damen und Herren. Sie belastet und zerstört sie. Und dafür trägt Herr Beuth die politische Verantwortung. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, was ist in den letzten Jahren auch innerhalb der Polizei passiert? Wenn am ersten Polizeirevier Polizeibeamte Mails durch die Gegend schicken mit eindeutig rechtsextremem Hintergrund, wenn es eine Chatgruppe in Mülheim gibt, ein Ausbilder der hessischen Polizei betroffen ist, wenn wir an drei Polizeirevieren, den ersten in Frankfurt, den dritten und vierten in Wiesbaden, von einem Polizeicomputer feststellen müssen, dass persönliche Daten abgerufen sind, missbraucht worden sind, um Drohmails zu schicken, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann ist das ein Skandal, der endlich aufgeklärt gehört. Und wir wollen endlich Ermittlungsergebnisse nach zwei Jahren sehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dann haben wir vor wenigen Tagen ein Statement des Landespolizeipräsidenten zu 100 Tagen im Amt, Herrn Ullmann, gehört. Und er wird zitiert: Wir haben sicherlich in Teilen der Polizei ein Problem. Stimmt. Die Wurzeln seien sehr unterschiedlich. Zum Teil sind das unentschuldbare Dummheiten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wenn jemand im Chat Hakenkreuzdarstellungen, Hitlerbildchen, menschenverachtende Witze zulasten von Geflüchteten austauscht, dann ist das keine Dummheit. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist Ausdruck einer rechtsextremistischen Gesinnung, die im Staatsdienst nichts, aber auch gar nichts zu suchen hat. Und derartiges Gedankengut in die Nähe eines dummen Jungenstreiches zu rücken, ist verantwortungslos. Das ist wieder die übliche Relativierungsstrategie dieser Landesregierung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, damit wird man dem Problem, dass es in der Tat auch rechte Umtriebe gibt, und weil die CDU dann gleich wieder kommen wird, ja, wir sind froh, dass die übergroße Masse der hessischen Polizeibeamtinnen und Beamten auf dem Boden des Grundgesetzes der Verfassung steht. Aber um sie zu schützen, müssen diejenigen, die unsere Rechtsordnung zerstören, entschieden bekämpft werden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das fordern wir an der Stelle ein. Und sich derart verharmlosend zu solchen Sachverhalten zu äußern, ist für den höchsten Repräsentanten der hessischen Polizei unverantwortlich. Nun kann es passieren, dass man auch mal eine falsche Wortwahl trifft. Es gab keine Klarstellung und Stellungnahme aus dem hessischen Innenministerium. Herr Beuth, teilen Sie diese Auffassung? Ich habe lange nachgeschaut im Netz.
Wo ist die Stellungnahme der GRÜNEN? Die sind ja beim Thema Moralin und Moral immer federführend. Lautes Schweigen der GRÜNEN. Was sagen die GRÜNEN zu solchen Äußerungen des Landespolizeipräsidenten, meine Damen und Herren? Was sagen die GRÜNEN? Und ich will auch sagen, ja, die große Herausforderung ist die Bekämpfung des Rechtsextremismus. Ich will auch deutlich sagen, dass wir nicht mit jeder Entscheidung eines hessischen Gerichts, einer hessischen Staatsanwaltschaft oder eines Gerichts einverstanden sind. Auch das gehört dazu, den Rechtsextremismus entschieden und stark zu bekämpfen. Aber was nicht geht, ist die Relativierung, die Bagatellisierung, die Verharmlosung. Klare Signale des Rechtsstaates. Und deswegen, wir wollen wissen, was sagt die Landesregierung, was sagen CDU und GRÜNE zu den unverantwortlichen Äußerungen des Landespolizeipräsidenten. Hier erwarten wir eine klare Distanzierung. Wer schweigt, stimmt sonst zu. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rudolph. Das Wort hat der Abg. Christian Heinz, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir nehmen in Hessen das Thema Rechtsextremismus sehr, sehr ernst, und das schon seit sehr vielen Jahren. Ich glaube, Herr Rudolph, Sie tun unserem gemeinsamen Anliegen einen Bärendienst, wenn Sie bei einem Anlass, der keiner ist, das zu so einem Popanz hier hochziehen. Das meine ich auch ganz ernst, weil mit den Fällen, wo es angezeigt ist, dort den Finger in die Wunde zu legen, ist das richtig. Das ist auch gerade die Aufgabe der Opposition. Und wir haben uns auch den Sommer über auch hier heftig im Innenausschuss in einer Sondersitzung mitten in Sommerferien auseinandergesetzt. Das ist alles richtig. Das gehört auch zur Debatte dazu. Aber wenn Sie jetzt kein besseres Thema für eine Aktuelle Stunde haben, dann aufgrund einer Zeitungsüberschrift Ullmann in der Kritik, die Sie vorher selbst geäußert haben, die Kritik, dann jemanden aus dem Zusammenhang zitieren, glaube ich, dann ist das so nicht in Ordnung. Ich möchte Ihnen jetzt auch ein Zitat vorlesen, was in dem gleichen Artikel, was Sie aber weggelassen haben, was dort wortwörtlich so drin genannt ist. Hören Sie mal bitte zu. Klar ist eins, Fehlverhalten wird in keiner Weise geduldet, muss auch immer konsequent sanktioniert werden, versicherte der Landespolizeipräsident zu den Ermittlungen in den eigenen Reihen. Wer nicht für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einsteht, der hat auch keinen Platz in den Reihen der hessischen Polizei. Zitat Ende. Und ich meine das schon ernst, es ist nicht in Ordnung, wenn Sie den Teil weglassen und nur die Einleitung zitieren. Das Zitat ist korrekt. Zum Teil sind das unentschuldbare Dummheiten im Umgang mit sozialen Medien. Dazu will ich Ihnen auch noch etwas sagen, wozu wir uns in der letzten Innenausschusssitzung Ende Oktober lange ausgetauscht haben. Da wurde berichtet über den aktuellen Stand der Disziplinarverfahren. Damals zum Stichtag hatte der Minister mitgeteilt, es gab 77 Disziplinarverfahren in den vergangenen 5 Jahren. Davon sind die knappe Hälfte, 35, sind abgeschlossen. 17 Polizeibeamtinnen und Beamte und Bedienstete sind aus dem Dienst entfernt worden oder wurden nicht auf Lebenszeit ernannt. Und es gab aber auch andere Teile, darüber hat er auch berichtet, von Personen, die eben, obwohl ein Anfangsverdacht bestand, kein rechtsextremes Gedankengut geäußert haben, die aber sich ausgedrückt haben, was man als gesellschaftlich unangemessen betrachtet werden kann, aber was dezidiert kein Rechtsextremismus gewesen ist. Und die Polizisten sind wieder im Dienst. Und nichts anderes kommt auch in diesem Artikel zum Ausdruck. Es gab einen Anfangsverdacht in vielen Fällen. Bei einigen Fällen wurde er erhärtet. Da sind die Polizisten oder auch die anderen Angehörigen der Polizei zu Recht sofort aus dem Dienst entfernt worden, nach einem sauberen rechtsstaatlichen disziplinarrechtlichen Verfahren. Es gab andere Fälle, da sind die Beamtinnen und Beamte wieder in den Dienst zurückgekehrt, weil dieser Verdacht, zumindest der Verdacht im Hinblick auf den Rechtsextremismus, sich nicht erhärtet haben. Jetzt können Sie natürlich alle Fälle, wo mal ein Verdacht bestand, über einen Kamm scheren und sagen, weil der eine von dem anderen geglaubt hat, er hätte etwas gemacht, gehört er auch nicht mehr in die hessische Polizei. Aber das ist nicht unser Verständnis von Rechtsstaat, wenn jemand am Ende entlastet ist. Und dann durch ein zum Teil falsches und auch halbes Zitieren dann einen Polizeipräsidenten, der bisher keinen Anlass zur Kritik an seiner Führung in den vergangenen 100 Tagen gestellt hat, so
hier in die Mitte der Debatte zu ziehen, unangemessenerweise, das halte ich für falsch und der Sache nicht zuträglich. Ich glaube, auch die anderen Aussagen sind richtig. Wir haben rund 18.000 Angehörige der hessischen Polizei, wenn man die Angestellten und die Beamten zusammenzählt. Die übergroße Mehrzahl macht einen hervorragenden und schwierigen Job. Und niemand ist mehr durch die Vorwürfe und auch die Missetaten des Sommers und auch der vergangenen Zeit getroffen als diese redlichen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten selbst. Das ist jedenfalls mein Eindruck. Ich habe diesen Sommer und Herbst die beiden Polizeistationen im Wahlkreis besucht und gestandene Dienststellenleiter, die belastet das schon sehr, was sie auch in der Presse lesen mussten, was auch über einzelne Kollegen in Hessen eben aufgedeckt wurde. Niemand hat ein größeres Interesse. Und da sollte man schon sehr, sehr gut überlegen in der Rhetorik, ob man sagt, man ständig wieder sagt, das ist ein generelles Problem, das ist überall. Das suggerieren Sie, gerade aus Ihrer Fraktion wird das auch immer wieder suggeriert, es gibt ein generelles Problem in der hessischen Polizei. Und dieses Problem, das gibt es eben nicht. Und es gibt ganze Stationen, es gibt ganze Polizeistationen in Hessen, wo niemand auch nur in der Nähe davon ist. Ich habe auch gerade bei den Besuchen jetzt gesehen, da gibt es auch sehr, sehr viele junge Polizeibeamte, die selbst oder deren Eltern, deren Eltern eingewandert sind aus anderen Ländern, die stolz den hessischen Polizeidienst tun. Und die sind noch stärker als andere dadurch belastet über diesen Verdacht. Wir sollten dort, wo es einen Grund gibt, tätig zu werden, sollten wir tätig werden, noch kompromisslos. Aber wir sollten uns vor Pauschalierungen hier hüten. Vielen Dank, Herr Heinz. Für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN hat sich Frau Goldbach zu Wort gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Der Rechtsextremismus ist zurzeit die größte Gefahr für die freiheitliche, demokratische Grundordnung unseres Landes. Diesen Satz habe ich mir nicht ausgedacht, ich habe ihn gelesen. Und wissen Sie, wo der Satz steht? Genau, in dem neuesten hessischen Verfassungsschutzbericht. Lagebeurteilung und Gefahrenprognose werden dort klar und völlig unzweideutig vom Landesamt benannt. Wörtlich: Rechtsextremismus mit Tendenz hin zum Rechtsterrorismus. Und das ist der alarmierende Befund. Wenn wir uns die schrecklichen Ereignisse der letzten zwei Jahre anschauen, wenn wir uns an die NSU-Morde erinnern, wenn wir all das zu einem Bild zusammenfügen, dann müssen wir in der Tat von rechtem Terror sprechen, der uns alle bedroht. Dass es innerhalb der hessischen Polizei Gruppen gibt, die rechtsradikalen oder rechtsextremistischen Vorstellungen oder Weltbildern anhängen, ist ebenfalls höchst alarmierend. Denn eigentlich muss eine Institution wie die Polizei, die wir als Parlament mit weitreichenden rechtlichen Befugnissen und einschneidenden Zwangsmitteln ausgestattet haben, muss eine solche Institution, die wir deshalb mit Befugnissen und Zwangsmitteln ausgestattet haben, damit die Menschenwürde und die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger, egal woher sie kommen, egal auf welchem Weg sie sind, egal wo und wie sie ihr Glück suchen, damit die Würde und die Freiheit dieser Menschen wirksam und verlässlich geschützt werden, muss eine Institution, der wir das Gewaltmonopol anvertraut haben und die deshalb wie keine andere das Prinzip der staatlichen Schutz- und Ordnungsmacht verkörpert, muss diese Institution über jeden Zweifel erhaben sein, wenn es um die alles entscheidende Frage geht: Teilen Sie, die Polizistinnen und Polizisten, jede und jeder Einzelne, teilen Sie alle und ohne Ausnahme unsere grundlegenden Werte, teilen Sie unsere gemeinsamen Grundüberzeugungen? Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ich sage Ihnen, wir werden nicht eher Ruhe geben, bis wir diese Frage guten Gewissens mit Ja beantworten können.
Rechtes Gedankengut hat in der Polizei keinen Platz. Jetzt ist die Zeit für Veränderungen, heute und nicht morgen. Deshalb haben wir schon vor Monaten eine Expertenkommission einberufen, die sich um alle offenen Fragen kümmern soll. Die Expertenkommission steht für einen Neuanfang innerhalb der hessischen Polizei. Die Vorsitzende der Kommission, Frau Prof. Angelika Nussberger, sie war Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und zuletzt stellvertretende Vorsitzende, hat hierzu genau das Richtige gesagt. Ein Weiter-so darf es nicht geben. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, um hier keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, wir stellen die hessische Polizei nicht unter Generalverdacht. Ich betone das ausdrücklich, weil es mir wichtig ist. Und ich richte diesen Satz an alle diejenigen Polizistinnen und Polizisten, die jeden Tag mit hoher Professionalität und großem Engagement den Polizeidienst verrichten, die ihren Beruf, weil er vielseitig ist, interessant und weil er fordernd ist, gerne und aus Überzeugung ausüben, die im Einsatz nicht selten ihre Gesundheit und manchmal auch ihr Leben riskieren und die deshalb unser aller Respekt und Dankbarkeit verdienen. Ich richte diesen Satz, dass die Polizei nicht unter Generalverdacht steht, auch ausdrücklich an die Führungsverantwortlichen innerhalb der hessischen Polizei, die ich allesamt als integre, kompetente und gewissenhafte Persönlichkeiten kennengelernt habe und die ich hier und jetzt noch einmal an Ihr Versprechen erinnere, dass Sie im Kampf gegen Rechtsextremismus auch in den eigenen Reihen unsere Verbündeten sind. Ich werde Sie auch zukünftig daran erinnern. Denn eines ist klar, verehrte Kolleginnen und Kollegen, die Polizei selbst hat ein höchstes Interesse daran, dass die Vorgänge aufgeklärt werden und dass Polizistinnen und Polizisten, die den Wert einer rechtsstaatlich verfassten auf den Fundamenten der Menschenwürde und dem Versprechen von Freiheit und Gleichheit ruhende Demokratie nicht zu schätzen wissen, aus dem Polizeidienst entfernt werden. Und die überwältigende Mehrheit der integren Polizistinnen und Polizisten wünscht sich das auch. Kommen Sie bitte zum Schluss, Frau Goldbach. Das mache ich. Wir werden als Grüne Partei hier weiter nachbohren. Wir werden uns als Grüne Partei hier weiter einmischen. Und wir machen hier als grüne Fraktion keine Kompromisse. Ich danke Ihnen. Danke, Frau Goldbach. Für die AfD-Fraktion hat sich Herr Gaw zu Wort gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, liebe Frau Goldbach, ich muss Sie leider korrigieren. Rechtsextremismus bzw. Extremismus hat nicht nur in unserer Polizei, sondern in unserer gesamten Gesellschaft nichts zu suchen. Und zu Herrn Rudolph, kann ich sagen, glücklicherweise hat der Kollege Heinz Sie ja schon bezüglich des Zitates aufgeklärt. Aber in zwei Punkten haben Sie recht, und zwar erstens, was die schrecklichen Taten hier in Hessen angeht, und zweitens, Sie haben recht, Rechtsextremismus darf nicht verharmlost werden, und das wird er in Deutschland und auch hier in Hessen nicht. Ebenso wenig dürfen andere Formen des Extremismus, wie beispielsweise Linksextremismus, verharmlost werden. Die Bekämpfung von Extremismus muss in all seinen Ausprägungen gleichermaßen verurteilt und bekämpft werden, und dies auch in der Öffentlichkeit. Hierzu brauchen wir unter anderem auch die Presse, denn ihr kommt dabei eine wichtige Aufgabe zu. Ah, okay, gut. Ja, das ist schön. Also, der Presse kommt eine wichtige Aufgabe zu, denn es gibt keinen weniger gefährlichen
oder gar guten Extremismus. Ich möchte ein Beispiel hierzu nennen, die Proteste im Zuge der A49. Hier handelt es sich nicht nur um Aktivisten, sondern teilweise auch um Extremisten, und diese sollten auch so benannt werden. Ich möchte Sie gerne an meine erste Rede hier im Hessischen Landtag erinnern, in der ich sagte, dass der Kampf gegen den Extremismus uns hier einen sollte. Und eine leise Hoffnung habe ich noch. Denn selbst die Grünen haben mittlerweile erkannt, was die AfD schon vor Jahren erkannt hat und in die Öffentlichkeit getragen hat und dafür zu Unrecht gescholten wurde, nämlich dass Extremismus bzw. Terrorismus aus dem Islam sehr gefährlich für uns in Deutschland und Europa sind. Deshalb werde ich es Ihnen immer wieder wiederholen: Wir müssen gemeinsam gegen Extremismus vorgehen. Aber wie? Ich möchte in der Kürze der Zeit auf drei wesentliche Punkte eingehen. Das Überleben von Extremisten bzw. Terrororganisationen hängt hauptsächlich von drei Faktoren ab. Erstens, der Fähigkeit, Unterstützung aus der Bevölkerung zu bekommen. Zweitens, der Effektivität der Antiterror- bzw. Anti-Extremismus-Kampagnen der Regierungen. Drittens, der Fähigkeit von Extremisten und der Terroristen, außenstehende Geldgeber zu finden. An diesen drei Punkten müssen wir konsequent ansetzen. Und wir müssen auch zumindest diejenigen, die wir rückführen können, ganz konsequent rückführen. Und wir brauchen unter anderem einen gut funktionierenden Verfassungsschutz, der zwar kontrolliert, aber nicht politisch gesteuert oder gar missbraucht wird. Weiterhin müssen wir endlich anfangen, aus der Sicht der Schutzbedürftigen, aus der Sicht unserer Bürger, aus der Sicht der gesamten Gesellschaft heraus und nicht aus der Lage der Täter zu argumentieren und vor allem auch dementsprechend zu handeln. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Danke, Herr Graf. Für die Fraktion Die Linke hat sich Herr Schaus zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es gibt wahrscheinlich kaum jemand, der dem Titel der Aktuellen Stunde der SPD offen widersprechen würde. Rechtsextremismus in Hessen darf nicht verharmlost, sondern muss konsequent bekämpft werden. Wenn wir ein massives Problem mit rechtsradikalen Stimmungen und Gruppen sowie mit rechter Gewalt und rechtem Terror haben. Die Zeit ist kurz in dieser Aktuellen Stunde, aber ich muss einiges vor Augen führen. Bundesweit gibt es seit 1990 über 200 Tote durch rechte Gewalt. Wir haben das bis heute unfassbare Staatsversagen im NSU-Komplex. Wir haben seit 2015 einen Rechtsruck in der Gesellschaft, betrieben von der AfD als dem parlamentarischen Arm des Rechtsextremismus mit explodierenden Zahlen. 84% aller politischen Straftaten sind rechte Straf- und Gewalttaten. Hinter den abstrakten Zahlen stehen Menschen, die Morddrohungen gegen sich und ihre Familien enthalten. Menschen, die völlig unvermittelt angegriffen werden, oder Menschen, die wie Walter Lübcke und die 9 Toten von Hanau aus purem Hass und Rassismus ermordet wurden. Wir fragen seit März 2019 bei der Landesregierung ständig an,
Wie viele Verfahren gibt es, und wie wird das aufgeklärt? Das Problem: Es gibt seither so viele Straftaten und rechtsterroristische Verfahren, dass man kaum noch einen Überblick hat. Aber man kann sagen, der Erfolg und das Engagement des Innenministers bei rechten Straf- und Gewalttaten ist sehr übersichtlich. Natürlich erwarten wir alle zu Recht, dass die Behörden auf der Seite des Gesetzes und der Demokratie stehen, ohne Wenn und Aber. Doch seit 2015 sind bundesweit auch immer wieder Militär- und Polizeikräfte durch Nähe zu Rechtsradikalen und Neonazis aufgefallen. Es wurden Sprengstoff, Waffen und Munition gehortet, Anschlagspläne für einen Tag X ausgestellt. Immer wieder gibt es Meldungen über Neonazis in der Bundeswehr und bei der Polizei. Dann ist allerhöchste Vorsicht geboten. Und nun komme ich zum Thema Dummheit. Herr Heinz, ich habe das genau mitgeschrieben, was Sie gesagt haben. Sie haben als Erstes gesagt, Anlass, der keiner sei oder der keiner ist. Und da will ich Ihnen nur sagen, Sie tragen zur weiteren Verharmlosung dieser ganzen Situation bei. So. Wir haben in Hessen jetzt seit 2 Jahren Verfahren gegen Polizisten am Laufen, bei denen der Verdacht illegaler Datenabfragen und Zusammenarbeit mit Neonazis besteht. Aber seit 2 Jahren gibt es da keine Fortschritte und bei den Ermittlungen eher das Gegenteil. Was ist denn das, Herr Heinz? Ist das nur Dummheit? Frage ich an dieser Stelle. Dass auch bei weiteren illegalen Datenabfragen nicht einmal zeitnah die Beamten vernommen wurden, ist und bleibt ein Skandal, und das ist auch keine Dummheit, meine Damen und Herren. Und wenn nun der neu ernannte Landespolizeipräsident gegenüber der Presse die Aktivitäten von in rechtsextremen, rassistischen Chatgruppen aktiven Polizeibeamten als Dummheit verharmlost, dann schwächt er das Ansehen der ganzen hessischen Polizei und auch ihrer Bemühungen, sage ich mal an dieser Stelle, selbst wenn Sie sich mit ihm gemein machen in dieser Frage. So. Und deswegen sage ich Ihnen noch einmal, Dummheit im Umgang mit den sozialen Medien, auch ein Zitat aus Ihrer Rede, da sage ich nur dazu, Herr Heinz, Schweigen heißt Zustimmung, und Mitmachen zeigt nur die Gesinnung der Personen, die daran beteiligt waren. Und daran nützt es auch nichts und ändert es auch nichts, wenn in Verfahren von der Staatsanwaltschaft eingestellt werden, weil die Chatgruppen, die WhatsApp-Gruppen ja keine öffentlichkeitswirksam erzeugt haben, sondern nur interne Personen untereinander sich ausgetauscht haben. Was ist denn das für ein Verständnis von rechtsextremer Tätigkeit, sage ich mal, sich allein und formal darauf zu berufen, wie Staatsanwaltschaften nach Gerichten, nach Gesetzen entscheiden, ohne zu betrachten, dass diese rechtsextremen Personen doch noch da sind, doch noch in der Organisation sind. Und das wird verharmlost und als Dummheit dargestellt. Und das werfe ich dem neuen Landespolizeipräsidenten vor. Deswegen, wir brauchen keine Verharmlosung rechter Aktivitäten in der Polizei. Wir brauchen Ermittlungsergebnisse und ein konsequentes Vorgehen des Landespolizeipräsidenten, der Ermittlungsbehörden und des Innenministers. Vielen Dank. Danke, Herr Schaus. Bevor ich Herrn Müller von den Freien Demokraten das Wort erteile, darf ich Ihnen mitteilen, dass ein Anfangssatz des Herrn Schaus uns einen weiteren Tagesordnungspunkt im nächsten Ältestenrat beschert hat. Herr Müller, Sie haben das Wort. Meine sehr geehrten Damen und Herren, nicht wegen dir, wegen Schaus, sondern Sie dürfen, Herr Müller. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, nach einer sehr emotionalen Rede, ja, zu Recht bei dem Thema, das ist richtig. Man kann es aber auch an der einen oder anderen Stelle versuchen, mit sachlichen Punkten zu untermauern, und dann wird es auch ein bisschen noch gehaltvoller und weniger emotional, weil ich glaube, wir dürfen bei dem Thema einen Fehler nicht machen. Wir dürfen nicht alle Fälle über einen Kamm scheren. Und das ist etwas, was Sie gerade gemacht haben.
Wir können nicht jemanden, der Mitglied in einer von vielen Chatgruppen ist, weil es gibt viele Chatgruppen, gerade bei den jungen Leuten, und der die gar nicht anschaut, aber in dieser Chatgruppe wird ein rechtsextremes Bild geteilt. Ja, das ist, bitte, lieber Hermann Schaus, wir wollen die Realität versuchen, hier abzubilden. Nein, ja, wenn man es sieht und es nicht sagt, dann bin ich bei Ihnen, dann geht das nicht. Das ist doch unstreitig. Wenn man aber gar nicht reinschaut, aber in der Chatgruppe ist, und es gibt viele, die ihre Chatgruppen nicht täglich durchschauen, bis auf die letzte WhatsApp. Wenn das der Fall ist und man es gar nicht sieht und es deswegen auch nicht melden kann, dann ist man aber trotzdem Mitglied in der Chatgruppe. Und dann wird der Fall auch entsprechend disziplinarrechtlich untersucht. Und das muss er auch. Und das wird er auch. Aber das, nein, es ist kein Kleinreden. Es ist gerade kein Kleinreden. Aber es ist unfair und ungerecht, wenn man solches Verhalten mit einem wirklich rechtsextremen Sachverhalt in einen Topf wirft. Und damit machen Sie das Thema kaputt. Ich bin doch voll bei Ihnen, wenn man Rechtsextremismus bekämpfen muss. Sowohl und gerade in der Polizei, aber auch in der Gesellschaft. Aber wir können da nicht sagen, jeder, der einmal ein Bild gesehen hat, ist ein Rechtsextremist. Das ist nicht richtig. Genauso wenig, wie es richtig ist, dass jemand, der einmal mit einem Linksextremisten zu tun hat, ein Linksextremist ist. Das müssen Sie doch einsehen. Und dann würde ich ganz ehrlich sagen, würde ich eines betonen. Fehlverhalten wird in keiner Weise geduldet und muss auch sanktioniert werden, meine Damen und Herren. Ich glaube, da können wir uns drunter vereinen. Und genauso klar ist, dass jedem geringen Verdacht nachgegangen werden muss. Eben, wenn jemand in dieser Chatgruppe ist, muss man klären, ob da mehr dahinter steckt. Und genau das wird aber auch getan. Übrigens sind das die Worte des Landespolizeipräsidenten, die ich gerade zitiert habe. Und das ist der entscheidende Punkt. Ich bin bei der Überschrift ganz bei Ihnen, Günter Rudolph. Ich bin auch ganz bei dir, dass, wenn ihr es nicht gemacht hättet und die Grünen der Opposition wären, die Grünen genau dieses Thema heute so in der Art und Weise auf die Tagesordnung gesetzt hätten, mit genau den Angriffen, noch emotionaler. Genau so ist es. Aber ich bin eben nicht ganz dabei, wenn man es versucht, beim Landespolizeipräsidenten abzuladen. Der hat die schwierige Aufgabe, die Beamtinnen und Beamten, die dort extrem verunsichert sind, mitzunehmen und auch zu motivieren und in dieser schwierigen Situation für den täglichen Dienst zu motivieren. Und das, glaube ich, ist in der Formulierung. Man kann sich darüber streiten, ob es geschickt ist, davon Dummheiten zu reden. Keine Frage. Keine Frage. Ja, ja, das ist. Aber ich glaube, was er gemeint hat, das ist relativ offensichtlich. Man kann sich jetzt an einer Interpretation eines Wortes festhalten. Man kann aber auch versuchen zu verstehen, was das Ziel und der Gedanke war. Und wenn ich das mache, nein. Und wenn ich das mache, Hermann Schaus, dann komme ich zu der Feststellung, dass er übrigens in der 100-Tage-Bilanz genau dieses Thema in den Fokus gestellt hat. Also wenn er es verhindern wollte, dass das zur Debatte wird, dann hätte er das nicht in den Fokus seiner 100-Tage-Bilanz gestellt. Und es geht ihm gerade darum, das Vertrauen in die Polizei und in die Sicherheitsbehörden aufzubauen. Und deswegen muss man, und das hat er genau so gesagt, Fehlverhalten in keiner Weise dulden, konsequent sanktionieren. Wer nicht für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einsteht, der hat auch keinen Platz in der hessischen Polizei. Das sage ich, und das ist Zitat von Herrn Ullmann. Und deswegen glaube ich, ist es nicht gut, nach 100 Tagen direkt den Landespolizeipräsidenten hier anzugreifen und an die Front zu stellen und zu beschimpfen, weil es der Polizei nicht dient. Wenn rechtsextreme Aktivitäten an irgendeiner Stelle in der Polizei da sind, bin ich voll mit dabei, Aufklärung zu fordern, nachzufragen. Das machen wir auch und das haben wir auch gemacht. Das haben wir im Rahmen der Drohmail-Affäre gemacht. Das haben wir im Rahmen auch der entsprechenden Chatverläufe gemacht, im Innenausschuss gemacht. Wir machen das auch jetzt. Jede Runde im Innenausschuss wird aufgeklärt und gefragt, wie ist der aktuelle Stand. Und es ist ja nicht so, dass noch nichts passiert ist. Es sind ja schon eine ganze Reihe Polizeibeamtinnen und Beamten auch aus dem Dienst entfernt worden. Und zwar zu Recht diejenigen, die sich eben mit irgendeiner Form rechtsextrem verhalten haben. Aber da, wo es nicht ausreicht, jemanden aus dem Dienst zu entfernen, und da leben wir im Rechtsstaat, da kann man ihn auch nicht aus dem Dienst entfernen. Auch das gilt es zu betonen und zu sagen. Und ich glaube, dass wir gut beraten sind, uns des Themas anzunehmen, in der gesamten gesellschaftlichen Debatte, auch in der Polizei, und zu schauen, wie wir das in den Griff kriegen. Denn die steigenden Fallzahlen, die wir haben, im Bereich der Rechtsextremisten, mittlerweile statt 1.400, 2.200,
aber auch im Bereich der gewaltbereiten Rechtsextremisten ist die Zahl erheblich gestiegen. Da müssen wir uns mit beschäftigen. Wir haben angeregt, eine Enquetekommission zu dem gesamten Thema einzusetzen. Wir bleiben da dran und schauen mal, ob das irgendwann in dieser Legislaturperiode auch noch gelingt. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Danke, Herr Müller. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Staatssekretär Heck das Wort. Ja, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Position der Landesregierung zu diesem wichtigen Thema wurde in den letzten zwei Jahren in diesem Haus immer wieder glasklar betont, unmissverständlich dargestellt, und sie ist Ihnen auch bekannt. Wir treten jeglicher Form von Extremismus entschlossen entgegen. Und wir haben doch gerade in den letzten Monaten und Jahren auch immer wieder deutlich gemacht, dass neben der Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus die größte Gefahr für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung vom Rechtsextremismus ausgeht. Die Landesregierung ist so auch mit aller Konsequenz jeglicher, und ich sage bewusst jeglicher Verdachtsmomente rechtsextremer Gesinnung bei der hessischen Polizei nachgegangen. Jeder einzelne, jeder noch so kleine Hinweis wurde verfolgt, nichts wurde verharmlost. Und Herr Abg. Rudolph, mit dieser Themensetzung und mit Ihren Äußerungen gegenüber unserem noch immer neuen Landespolizeipräsidenten Roland Ullmann heute und in den Tagen zuvor auch in der Presse, kann ich beim besten Willen nicht erkennen, dass Sie irgendein ehrliches Interesse an der hessischen Polizei haben. Mehr noch, mit den Worten in Ihrer Pressemitteilung, Herr Rudolph, mit den Worten in Ihrer Pressemitteilung und auch heute mit Ihren Worten haben Sie sich eines Mittels bedient, die Sie für die Rolle eines Aufklärers dauerhaft disqualifiziert. Sie haben einen entscheidenden Teil der Wahrheit weggelassen. Sie haben ganz bewusst das Gesagte aus dem Zusammenhang gerissen. Sie haben aus dem einfachen Motiv, einen hoch angesehenen und tüchtigen Mann und sein Amt verächtlich zu machen. Und weil Sie ein so erfahrener Parlamentarier sind, lieber Herr Rudolph, können wir das nur beim besten Willen als vorsätzlich bezeichnen. Und es haben einige meiner Vorredner schon aus dem Interview zitiert, und die haben es auch vollständig in den Zusammenhang gerückt. Das haben Sie, Herr Rudolph, und Sie, Herr Schaus, leider unterlassen. Und ich möchte hier in aller Deutlichkeit sagen, der hessische Innenminister und auch ich persönlich stehen hinter jedem einzelnen Wort des hessischen Polizeipräsidenten. Jedes einzelne Wort. Er hat sich mit diesen Aussagen nicht disqualifiziert. Er hat nichts relativiert. Er hat nichts verharmlost. Er hat nichts runtergespielt. Hier macht der erste Polizist Hessens nichts anderes, als zu erklären, wie ernst er diese Fälle nimmt. Es ist aller Ehren wert, dass unser Landespolizeipräsident Probleme in den eigenen Reihen derart klar und offen ausspricht. Er ist aber auch in der Lage, anhand der ihm vorliegenden Fakten eine differenzierte Bewertung vorzunehmen, die hier heute leider so manches Mal gefehlt hat. Nicht jeder Verdacht hat sich erhärtet. Das gehört nun einmal auch zur Wahrheit. Es ist vielmehr ein deutlicher Beleg dafür, wie niederschwellig und wie akribisch vorgegangen wurde. Jedem einzelnen Hinweis wurde nachgegangen. Doch, und das haben wir eben gehört, es gehört eben auch zum Rechtsstaat dazu, anzuerkennen, wenn sich ein Verdacht eben nicht erhärtet. Doch dort, wo sich der Verdacht sehr wohl im Zuge der Ermittlungen erhärtet hat, wird mit allen Mitteln des Rechtsstaates und auch mit allen disziplinarisch möglichen Mitteln vorgegangen. Herr Rudolph, ich muss leider noch einmal auf Sie kommen, dass ein Abgeordneter der SPD, der größten Oppositionsfraktion, vorsätzlich die Aussagen des Landespolizeipräsidenten aus dem Zusammenhang reißt. Um die Politik der Landesregierung, aber auch vor allem einen Mann zu diskreditieren und verächtlich zu machen, der in einer der schwierigsten Stunden der hessischen Polizei Verantwortung übernommen hat, lieber Herr Rudolph, das ist unangemessen und es wird diesem Thema in keiner Weise gerecht. Der Landespolizeipräsident
Der Landespolizeipräsident ist nicht einfach nur ein hoher Beamter. Er ist Stimme und Gesicht der hessischen Polizei in der Öffentlichkeit. Dieses Amt ist für alle Kolleginnen und Kollegen der hessischen Polizei ein wichtiges Symbol. Mit diesen Aussagen treffen Sie am Ende die gesamte hessische Polizei, eine Organisation, die aus eigener Kraft und mit Hilfe von außen die Art und Weise, wie sie arbeitet, heute so kritisch hinterfragt wie niemals zuvor. Und auch wenn die heutige von der SPD künstlich losgetretene Debatte abermals dazu beitragen sollte, den Ruf der Polizei zu beschädigen, so sind es doch unsere Polizistinnen und Polizisten, die jeden Tag für unser aller Schutz sorgen. Es sind diese Polizisten, die dafür Sorge tragen, dass das Demonstrationsrecht gesichert wird. Es sind dieselben, Herr Sekretär, ich weise auf die Redezeit. Jawohl. Es sind dieselben Polizisten, die auch gegen gewalttätigen Protest dafür sorgen, dass Autobahnen gebaut werden können. Es sind die Polizistinnen und Polizisten, an denen wir heute Morgen vorbeigegangen sind in den Hessischen Landtag und die dafür Sorge tragen, dass wir hier in Sicherheit debattieren können. Und deshalb bitte ich darum, bei allen parteipolitischen Profilierungsversuchen diejenigen nicht zu vergessen, um die es heute eigentlich geht. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Heck. Wir sind am Ende der Aussprache zu dieser Aktuellen Stunde angelangt, und der Abgeordnete Günther Rudolph hat mich gebeten, ihm das Wort zu erteilen für eine persönliche Erklärung nach § 81 unserer Geschäftsordnung. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das, was der Beauftragte der Landesregierung, Herr Staatssekretär Heck, eben gemacht hat im Hinblick auf meine Person, ich würde mich disqualifizieren, ich würde alle Polizisten unter Generalverdacht stehen, ist eine einzige Unverschämtheit und Beleidigung, die ich an der Stelle sehr deutlich zurückweise. Der Minister hat dazu ja immer brav genickt. Das werden wir alles, auch das bitte ich auf die Tagesordnung der Sitzung des Ältestenrates zu nehmen. Auch die weiteren Äußerungen dieses Staatssekretärs sind eine ziemliche Unverschämtheit, einen Parlamentarier zu bewerten und zu qualifizieren. Kein Wort haben Sie gesagt. Ganz im Gegenteil, Sie stehen hinter jedem Wort. Sie sind verantwortlich für die Verharmlosung. Und diese Unverschämtheit weise ich mit Entschiedenheit zurück, dass Sie die SPD unter einen Generalverdacht stellen. Das, was Sie gemacht haben, war plumpeste Polemik, aber das ist offensichtlich Ihr Stil. Vielen Dank. Danke, Herr Rudolph. Ich sehe einen Beitrag zur Geschäftsordnung vom Herrn Fröhm. Ja, Herr Präsident, vielen Dank. Ich möchte doch dann für den Ältestenrat geklärt haben, in welchem Teil der Geschäftsordnung es zu finden ist, dass Minister nicht nicken dürfen. Okay, wir haben das im Protokoll. Nochmal zur Geschäftsordnung. Entschuldigung, nochmal zur Geschäftsordnung, Herr Rudolph. Ja, danke, Herr Präsident. Selbst Herr Frömmrich, ich müsste verstanden haben, dass es insgesamt um das Verhalten von der Regierungsbank geht. Und das kann man durch verschiedene Art und Weisen demonstrieren. Aber wir sind gerne bereit, das Verhalten insbesondere von Herrn Al-Wazir im nächsten Ältestenrat gründlich zu diskutieren. Nein, weil wir gerade dabei sind. Die Frau Hinz hat am Ende der Tagesordnung gestern ein Bohai veranstaltet, warum der Umweltausschuss eine halbe Stunde warten muss. Auch das war äußerst unangemessen. Auch das Verhalten können wir im nächsten Ältestenrat besprechen. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bitte jetzt um Ruhe und Aufmerksamkeit. Ich habe größtes Vertrauen an unsere Protokollantinnen und Protokollanten, dass sie all diese Ansinnen für den nächsten Ältestenrat aufnehmen werden, uns daran erinnern werden. Und wir werden zur Kenntnis nehmen müssen, dass die dann anschließende Präsidiumssitzung sich um eine halbe Stunde verzögert. Aber das nehmen wir in Kauf. Ich würde jetzt gerne diesen Tagesordnungspunkt mit Ihrem aller Einverständnis beenden.